Der Netflix-Film Blond, der erhitzt ja gerade dermaßen die Gemüter. Die einen finden dieses fiktionale Porträt über Marilyn Monroe ein ganz tolles, eindringliches MeToo-Dokument und die anderen finden es furchtbar schrecklich und sind schockiert, ob der ja teilweise sehr detaillierten Missbrauchsszenen, die dort gezeigt werden. Bunte hat versucht, diesen Film für sie einzuordnen und hat außerdem mit der Hauptdarstellerin Ana de Armas gesprochen. Außerdem in Bunte große Angst um Kronprinzessin Amalia der Niederlande. Die soll tatsächlich ins Visier der Mafia geraten sein. Und außerdem war unser Society-Reporter Olli Fritz auf der Kunstmesse Frieze in London und berichtet von diesem unfassbaren Run der Superreichen auf die Kunst. Viel Spaß beim Lesen!